Hallo Marc, Moin, moin. verrätst du mir deine drei Lieblingsgerüche? Oh, das ist schwierig. Ich glaube, Minze. Dann würde ich noch dazu sagen, Limette ist sehr lecker. Und Kiwi. Ja, nicht schlecht. Okay, pass auf, du darfst dir einen Song aussuchen, der immer automatisch gespielt wird, wenn du den Raum betrittst. Alles klar. Welcher wäre das? Es wäre tatsächlich Mr. Brightside. Ja, sehr gut. Sommer oder Winter? Sommer. Fußball oder Football? Inzwischen Football, früher Fußball. House oder Hip-Hop? House. Was magst du am meisten daran, DJ zu sein? Ich liebe es, irgendwie Menschen was Positives zu bringen. Also, dass einfach, dass man so gute Stimmung in den Raum reinbringen kann und dass alle einfach feiern. Wie alt warst du, als du das erste Mal aufgelegt hast? 15. Sehr jung auf jeden Fall. Oh ja. Walzer oder Salzer? Salsa. Siebträger oder Vollautomat? Natürlich. Siebträger. Wegen dem Geschmack? Ja, und einfach wegen der Prozedur. Es macht mehr Spaß. Welchen Song spielst du am liebsten am Ende eines Abends? Also quasi den Rausschmeißersong. Purple Rain, das ist so mein Rausschmeißer. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Eine gute alte Bollo. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen leider. Wenn es dann mal in den Urlaub geht, was ist denn dein liebstes Reiseziel? Irgendwo im Süden, so Italien, Spanien, Portugal. Kommen wir noch einmal zurück zum Auflegen. Lieber konzentriert oder animiert auflegen? Animiert. Also wenn ich hinterm Pult stehe, dann ist irgendwie immer Party. Cocktail oder Aperitif? Cocktail. Das hört sich gut an, dann gönn dir mal ein. Vielen Dank. Danke.